Es geht jetzt hier um die Grauzonen und als Einstieg und quasi Beispiel würde ich jetzt die Bösen Onkels wählen. Ja, doch eine Band, die ganz viele kennen. Machte in den 80er Jahren Furore, war in der Skinhead-Szene damals verortet. Dann gab es Kritik und es kam zur Läuterung oder wie immer man das auch bezeichnen möchte. Wenn man jetzt hier die Farbenlehre als Analyseinstrument anlegt, wie sind die bösen Onkels und ihre Geschichte da so einzuschätzen? Naja, die Geschichte der Bösen Onkels, die kennen wir alle. Sie waren so eine Pionierband für Nazi-Rock in Deutschland, aber sie haben sich doch seit 87, 88 glaubhaft davon abgesetzt. Nur stehen wir bis heute eigentlich vor der interessanten Frage, wieso gibt es eigentlich kaum einen Neonazi, der nicht in der Frühphase Böse Onkels-Fan gewesen ist? Es ist ja faktisch so. Das heißt noch lange nicht, dass alle Leute, die Böse Onkels hören, jetzt besonders rechtsaffin oder sind oder Neonazis werden. Das ist damit gar nicht gesagt. Aber sie bedienen einfach eine Lebenswelt, die doch weit, weit kompatibel ist mit dem, ja, was eben auch Rechte fühlen, was Rechte denken. Und deswegen bedienen sie auch ein entsprechendes Publikum. Und das wird man jetzt auch bei den größten Onkels nach Deutschland beim Kont wieder sehen, wer sich das so alles rumtreibt. Also Böse Onkels sind nach wie vor eine Kultband in Teilen der rechten Szene geblieben, obwohl sie sich ausdrücklich gegen Neonazis aussprechen. Und das hat mit den Inhalten zu tun, die die Bösen Onkels repräsentieren. Nun ist genau diese, ich habe es jetzt schon ein bisschen angedeutet, Läuterung oder diese Veränderung ja auch so eine Frage, wie man das einzuordnen hat, ob das tatsächlich jetzt politische Einsicht ist, Überzeugung oder vielmehr eher so die Einsicht, dass es für die weitere, ja, für die weitere Musikkarriere damals besser gewesen ist, eben ein Stück weit zurückzurudern. Wie ist das denn einzuschätzen? Das sorgt ja auch immer wieder für allergrößte Diskussionen. Naja, ich denke mal, am Anfang der Läuterung, der sogenannten Läuterung der Bösen Onkels wird sicherlich auch die Einsicht gestanden haben, dass man mit Nazi-Rock eben in Deutschland kein Rockstar werden kann. Aber dennoch glaube ich, dass sie das schon ernst meinen. Also zumindest weite Teile der Band beim Sänger, naja, der war ja bis in die letzten Jahre auch mit Leuten aus der Neonazi-Szene verhaftet. Da stellt sich das nochmal anders dar. Sie meinen das schon ernst, viele der Band. Also sie haben wirklich was gegen Nazis und finden die wirklich scheiße. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie in irgendeiner Weise jetzt emanzipatorische Werte vertreten würden oder etwas vertreten würden, was ich unterschreiben könnte, sondern ganz im Gegenteil, sie sind rechts geblieben, nur eben keine Nazis. Und das ist die Trennung, die man machen muss. Man muss nicht Nazi sein, wenn man rechts ist. Die Bösen Onkels als Band treten so heutzutage nicht mehr auf, aber es gibt quasi auch gewisse Kontinuitäten. Zum einen macht der W, wie er genannt wird, ein Mitglied eben der Bösen Onkels weiter Musik. Außerdem gibt es viele Böse Onkels Coverbands. Also ist das sozusagen kein abgeschlossenes Phänomen, sondern vielmehr eins, was nach wie vor beliebt ist. Worauf deutet das denn hin? Ja, aber das ist ein interessantes Stichwort, der W unter der Name, unter dem Stefan Weidner weitermacht. Also er ist auch derjenige, der sich, glaube ich, am glaubwürdigsten von der Rechten abgesetzt hat. Und er hat eben ein Nachfolgeprojekt gemacht. Er hat eigentlich das gemacht, was man von den Bösen Onkels immer eingefordert hat, nämlich einen Bruch zu machen, den Namen zu ändern. Und das interessiert die Bösen Onkels-Fans heute kaum. Er macht Musik mit Leuten aus anderen Ländern, mit anderen Hautfarben. Und dann kommen die Bösen Onkels-Fans, sagen, oh, wir wollen unseren Idol sehen, den Stefan Weidner, gucken auf die Bühne und denken sich, was ist denn das? Ja, und gehen wieder. Also es war am Anfang ein Hype um der W, der hat aber ganz, ganz schnell, hat er sich abgekühlt, nachdem er auch musikalisch experimenteller geworden ist und ähnliches. Also genau. Er hat das Klischee nicht mehr bedient. Und deswegen sind ihm auch die Fans, zumindest die aus dem Böse Onkels Fankreis, davongelaufen. Um jetzt mal die Band zu wechseln und auf die aktuelle Situation einzugehen. Aktuell ist ja Freiwild sehr beliebt, eine Band aus Südtirol.
die eben auch kritisiert worden ist wegen der Zusammenarbeit mit rechten Parteien in Südtirol, allerdings bis weit in alternative Kreise hinein beliebt ist. Der Punkversang nichts gut macht, Merchandising für die Band und ja, wie ist so eine Band einzuschätzen? Wo liegt hier quasi die Farbgebung? Also die Farbgebung ist bei Freiwild, wenn man das mal anhand einer Farbpalette aufmachen darf, die kippt so langsam sogar ins Braune, muss man sagen. Also sie sind wesentlich politischer und auch politisch aggressiver in ihren Äußerungen, wie es die Bösen Onkels die letzten 20 Jahre ihres Bestehens waren oder letzten 18 Jahre ihres Bestehens, weil 2015 die Onkels ja aufgelöst worden. Ich meine, Freiwild sagt, wir haben mit Politik nichts zu tun. Wir machen doch nur unsere Musik, wir beschreiben doch nur unser Heimatland und finden halt Südtirol schön, das hat doch mit Politik nichts zu tun. Wenn man sich die Texte anhört, dann hört man da aber deutlich, also ich betone deutlich, einen Nationalismus raus, einen Südtiroler Nationalismus. Die sind eine italienische Band, stellen sich hier in Berlin auf die Fanmeile und singen, dieses Jahr holen wir uns den Pokal und mein Deutschland. Das sind so Punkte und sie haben auch Texte, zum Beispiel von einer neueren CD oder ihre neueste ist das, die Gegengift, wahre Werte, wo sie singen, dass wie der Mensch mit seiner, wie ein Baum mit seiner Heimat verwurzelt ist, Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat und ähnliches. Also das ist völkisch. Was Freiwild repräsentieren, ist eine völkische Ideologie. Und wir streiten uns seit jetzt bald mal 20 Jahren darum, dass das Staatsbürgerschaftsrecht hier in Deutschland sich vielleicht mal ein bisschen in der modernen Zeit anpasst, ja, dass es eben nicht mehr das Recht des Blutes, der Recht der Herkunft gibt, sondern eben, dass die Leute, die irgendwo leben, gleichberechtigt partizipieren dürfen. Dürfen sie ja nicht, aber zumindest gibt es Diskussionen, die dahin zeigen. Und dann kommt so eine Mainstream-Band, die sagt, wir sind unpolitisch und dreht das wieder um 20 Jahre zurück. Nämlich hier gehört wer dazu, der hier geboren ist, der die Sprache, das Brauchtum, die Tradition und den Glauben teilt. Und das ist völkisch. Nun tritt ja Freiwild auch regelmäßig hier in Nürnberg im Hirsch auf, einer Location, die durchaus jetzt keineswegs zu einem eindeutigen, sondern eher zu so einem ganz breiten bis hin ins alternative Lager Ort gehört. Und auch da wird von dem Veranstalter das Ganze damit begründet, dass das ja ganz unpolitisch wäre. Ja, diese ganzen Labels sind ja total aufgeweicht. Ich stelle mich irgendwo hin und sag, ich bin gegen Nazis und alle sagen, ja super, dann bist du okay. Aber überhaupt zu hinterfragen, was ist Politik und wo fängt die Ideologie der Ungleichheit an? Das passiert ja in der Gesellschaft schon kaum noch. Wie soll das dann in den Musik- und Subkulturen letztendlich stattfinden? Das ist das Problem. Also, dass da einfach ein Label gegen Nazis genügt und du bist von allen Unbill freigesprochen und eine Auseinandersetzung damit, was eine Band repräsentiert, was sie singt, welche Werte sie vertritt, die findet ja eigentlich überhaupt nicht statt. Und das ist das. Und dann haben wir noch das Problem von Kommerz. Also ich meine, sie machen die Hütten voll und da ist halt für die Veranstalter sicherlich auch eine finanzielle Frage, Freiwillig zu holen. Wenn man sich mal so der Musik des Punk zuwendet, Punk ist ja eigentlich gestartet als grundlegende Kritik an der Gesellschaft und Punk gibt es auch heute noch, aber von der Gesellschaftskritik, das Punk ist quasi nur noch so das Label übrig geblieben, würde ich jetzt mal hier in den Raum stellen. Geht es auch hier eigentlich eher um die Verkaufsstrategie? Es geht vielleicht auch um die Verkaufsstrategie, obwohl man natürlich selbst die populären Punk und ich nenne sie mal jetzt Oi-Bands, weil es geht schon um diese spezielle Spielart vom Punk, den sogenannten Oi und vielleicht um Teile der Hardcore-Szene. Die machen natürlich auch vielfach ein Wischiwaschi, mit dem sie möglichst viele Leute auch anziehen können. Und das hat natürlich sicherlich für die Labels und für die Musiker auch finanzielle Gründe. Aber es geht eigentlich um einen Skinhead-Kult, der gerade wiederbelebt wird. Ich meine, wir wissen,
alle, dass Skinheads jetzt keine extrem rechte Geschichte haben und dass es auch viele Skinheads gibt, die wirklich sich deutlich auch von der Rechten und extrem Rechten absetzen. Das muss man sicherlich anerkennen. Aber trotzdem stellen wir fest, dass da sehr, sehr stark wirklich bürgerlich-reaktionäre Wertevorstellungen sind, die dann einfach mit so einem rebellischen Label ummäntelt werden. Wir sagen, wir sind gesellschaftskritisch, ja, wir sind rebellisch, aber auf der einen Seite, wir sind unpolitisch. Ja, wie soll denn das gehen? Das geht doch überhaupt nicht. Ich meine, Rebellion ist ein hochpolitischer Akt. Das ist die Widerstandshandlung gegen bestehende Normen, gegen Staatsgewalt. Wie kann man das unpolitisch machen? Das ist ein völliger Unsinn, der da erzählt wird. Aber sie verkaufen, sie bieten einfach so ein Rebellenlabel, so ein Bad-Guy-Image, ja, wo ich mein spießiges, kleines, piefiges, bürgerliches Leben leben kann und dann eben aber mich irgendwie als Rebell, als Außenseiter stilisieren kann. Und das macht die Attraktivität dieser neuen Welle jetzt letztendlich aus. Allerdings gibt es an dem Punk trotz allem schon auch noch ganz eindeutig linke Punkbands, die dann auch an linken Szeneorten auftreten, deutlich linke Texte haben und trotzdem aber eine ganz männliche Selbstrepräsentation an den Tag legen. Wie ist das einzuschätzen? Also das zieht sich ja völlig durch, dass so eine Präsentation von Männlichkeit in linken Musikkulturen absolut populär ist. Ja, und das ist auch mit den letzten Jahren wieder verstärkt festzustellen. Und auch es ist auch genau der Punkt, der kritisiert werden muss. Sie berufen sich ja alle immer auf den Kult, auf die Entstehungsgeneration des Punk. Ja, dann sollen Sie sich doch bitte mal angucken, was damals war. Ich meine, Punk fing nicht mit Oi, Oi, Oi und Männergang und drei Akkorden an. Punk war in der Anfangszeit eine sehr experimentelle Handlung und vor allem auch Punk war in der Anfangszeit eine Subkultur, die die Geschlechterbilder und Geschlechterrollen aufgebrochen hat, die sehr androgyn aufgetreten ist. Die Frauen, die damals in den Punkbands gespielt haben, die sich bewusst hässlich gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir wollen keine Sexsymbole und Ähnliches sein. Das ist eigentlich die ursprüngliche Entstehung des Punk, ja, aber das wird jetzt zurückgedreht und dass man sagt, Punk fängt ab 80 an mit dem Oi-Oi-Kult. Also das ist das eine. Und zum anderen denke ich auch, da gebe ich dir völlig recht, dass die Bedeutung gerade von Ästhetik da unterschätzt wird. Ich meine, Ästhetik ist eine eigene Sprache, ja, mit die Ein- und Ausschlusskriterien formuliert. Und wenn man sich gerade in die Strömung des Hardcore, so in der Genre des Hardcore so reinguckt, also da geht's wirklich nur noch um Männer, Muskeln, Tattoo und McFit-Werbung. Und das ist der Anfang. Also auch da kommen wirklich schon rechte Wertebilder zum Vorschein.